sehr schöne Geschichte. Ich glaube, mit 16 hat meine Mutter mich in den Keller geschickt und ich sollte Kartoffeln zum Mittagessen holen. Und ungefähr, das ist kein großes Haus, nach einer Dreiviertelstunde kam ich erst zurück und meine Mutter fragte, was ich gemacht hätte. Und tatsächlich bin ich diese Treppe runtergegangen und habe mir überlegt, welche Bilder ich in meinem Leben malen will. In der Zeit habe ich noch sehr intensiv gemalt und dann bin ich so durchgegangen und habe festgestellt, okay, mein Leben wird eigentlich tatsächlich zu kurz sein für diese Liste. Somit gibt es wirklich nicht diese Angst vor diesem Bild, es ist eher die Angst, dass man nicht genügend Zeit hat für seine Bilder. Deswegen dieses Vakuum der leeren Leinwand, ich würde sagen, tatsächlich sind da schon alle Bilder. Ich muss die jetzt nur noch in diese Welt bringen. Ich misstraue eigentlich immer diesem Ding, wenn man etwas zu gut kann, weil dieses zu gut können bringt eine Geschwindigkeit und nimmt tatsächlich so einen Moment zurück der Kontrolle. Und jetzt sind die jetzt nicht unbedingt kontrolliert, diese Arbeiten, aber es sind sehr viele Entscheidungsprozesse in dieser Malerei und ich wollte mir so eine Art Handicap, könnte man sagen, einbauen, mit einem Werkzeug zu arbeiten, was eine bestimmte Konzentration bedarf. Wenn ich mit einer großen Farbrolle arbeite und will aber nur eine sehr dünne Linie malen, benutze ich eigentlich dieses Werkzeug vielleicht zu 1% und 99% versorge ich eigentlich, dass es gar keinen Kontakt zu dem Bild bekommt. Es ist also eine kleine Aufgabenstellung, die sozusagen bestimmte Dinge zeitlich verzögert und den Malakt auch wirklich kontrollierter hält. Darin sind das sozusagen Hilfsmittel, dass die nicht so gut funktionieren, um so eine Konzentration eigentlich herzustellen. Als Maler ist man ja nicht nur tatsächlich derjenige, der es malt, sondern ist auch derjenige, oder ich sage immer, man ist sein erster Seher. Und tatsächlich ist das vielleicht in meiner Malerei extrem wichtig, diese Phasen, wo ich eigentlich nicht male und über das Bild nachdenke. Da es bei all diesen Bildern überhaupt keinen Vorentwurf gibt und das Bild tatsächlich in dem Malen selbst entsteht, brauche ich auch Zeit, um das Bild überhaupt zu verstehen, welches da entstehen will. Und das ist schon sehr stark, man kann schon fast sagen, meditatives Verfahren. Das ist ein Vorurteil gegenüber der Meditation. Das ist so ein relativ, würde ich sagen, europäischer Blick auf das Meditieren. Das Meditieren etwas, weil das mit Stille in Verbindung gesetzt wird, mit Ruhe in Verbindung gesetzt wird, dass es eine Kontrolle des Geistes ist. Aber das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Teil der tatsächlichen Meditation. Wenn man seine Gedanken kennenlernt und nur einen Moment versucht, sie zu verfolgen, kann das extrem wild sein und muss gar nicht so ruhig sein. Daher kommt man selbst auch dieses Bild, auch wenn es ruhig erscheint, heißt nicht, dass es tatsächlich in mir die gleiche Ruhe im Malprozess hatte. Besonders in dem Kunstsystem, in dem ich aufgewachsen bin, also sozusagen in diesem westlichen, wird ein extremer Narzissmus gepflegt. Einerseits auf der Seite in einer Art Erwartungshaltung des Publikums, also nicht umsonst gibt es Künstlerstars. Also es gibt sozusagen diese Konkurrenz, die Idee davon, des Besten, also eigentlich auch sehr kapitalistische Ideen. Im Kloster selbst wird man gestraft für dieses ganze Verfahren. Und dann stellt man sich schon die Frage, es ist eine Sprache und eine Sprache will ja auch immer auch gehört werden. Aber es ist wichtig, wie groß ist sozusagen das Publikum, zu dem man spricht. Und baut man sich da nicht selbst tatsächlich so Fallen auf, indem man eine Vorstellung hat, man spricht zu sehr vielen. Ist das wirklich ein erfüllendes Gespräch? Oder kann nicht tatsächlich auch das nur eine Person berühren? Ich glaube, das war eine sehr gute Justierung, selbst zu sehen und diese narzisstischen Gedanken, die man auch hat, wenn auch nochmal gebrochen gegenüber sozusagen der Kunstgeschichte. Also, dass man nicht die Kollegen als Konkurrenten wahrnimmt, sondern eher sozusagen nochmal als sozusagen übertragenen Gesprächspartner. Ich glaube, dadurch habe ich auch einen anderen Bezug zu der Kunstgeschichte allgemein bekommen.
Ja, erstmal ist so eine Frage, was überhaupt ein Fehler wäre. Ein Fehler funktioniert ja nur dann, wenn es sozusagen eine Standardisierung gibt, wo sozusagen eine Setzung vorliegt. Und wenn man sich gegen diese Setzung spricht, kann man sozusagen in der Differenz einen Fehler sehen. Man kann aber auch einfach nur sagen, es ist eine Differenz und es eröffnet sich ein Raum, der wahrscheinlich auch einer der Hauptmomente der Kreativität überhaupt ist, dass sozusagen eine Differenz entsteht und da in diesem changierenden Raum sozusagen Möglichkeiten entstehen und nicht nur eben eine Setzung existiert. Playing with my ass ist vielleicht nicht unbedingt philosophisch. Wie man schon merkt, durch diese Spannbreite wie Lage der Freiheit oder Playing with my ass, ist das schon mal ein sehr großer sprachlicher Rahmen. Dann kann man davon tatsächlich wahrscheinlich ausgehen, dass ich mit diesem Titel auch irgendwie noch anders arbeite, als ihn nur in der Funktion der Benennung zu verwenden. Und tatsächlich ist der Titel für mich sowas wie eine zusätzliche Farbe, mit dem ich sozusagen auch noch mit dem über das Bild hinaus sprechen kann und sind oft Hilfestellung und vielleicht aber auch manchmal Fall. Wenn man dann sozusagen einen Abgleich vornimmt, die Vorstellungen beim Betrachten, die man sozusagen sich in einem generieren und dann nimmt man den Titel zur Hand und merkt auf einmal irgendwie, die passen ja doch gar nicht so zusammen, kann sich nochmal ein ganz anderer Raum eröffnen. Wie so vieles im Leben eigentlich der Zufall gewesen, nämlich eigentlich der Verlust eines Bildes. Ich hatte eine Ausstellung kuratiert, in dem ein Frühwerk von mir gezeigt werden sollte und bin auch immer noch der Meinung, dass es existiert, aber ich habe es nicht aufgefunden. Und dann wurde das Zeitfenster zur Ausstellung immer knapper und ich dachte so, was mache ich jetzt? Und dann kam dieser Moment und ich mache es nochmal. Jetzt lagen zwischen dem nochmal machen und dem erstmaligen Machen fast 3 Jahrzehnte. Und dann stellt man sich so vor, ja, so phänotypisch kann ich das Bild sozusagen simulieren und wieder sozusagen erzeugen, aber tatsächlich ist es eine andere Person, die das Bild heute macht. Und somit kann ich gar nicht das gleiche Verhältnis aufbauen wie zu diesem ersten Moment. Und somit ist es, obwohl es vielleicht phänotypisch gleich aussieht, tatsächlich ein neues Bild.